Astralebene. Als Astralebene bezeichnet man die Feinstoffebene. Yogis gehen davon aus, dass es zum einen das unendliche Brahman, das Bewusstsein gibt. Und dann gibt es Shakti, auch Maya genannt, und diese Shakti ist Energie. Und diese Energie manifestiert sich als das Universum. Und da gibt es die physische Ebene, die Astralebene und die Kausalebene. Die physische Ebene ist das, worüber die Physiker sprechen. Die physische Ebene besteht aus fester Materie, flüssiger Materie, dann gasförmiger Materie. Wir können auch sagen, es gibt noch Plasma, Sonnenmaterie, Feuermaterie. Und das, was im Yoga als Äther bezeichnet wird, ist das ganze elektromagnetische Spektrum der physischen Energien, die natürlich auch die Schwerkraft und so weiter umfassen. Das ist die physische Ebene. Subtiler als das ist die Astralebene. In diesem Yoga-Vedanta-System oder auch Tantra-System im Shaktismus wird gesagt, dass auf der physischen Ebene Shakti schwingt in einer bestimmten Schwingungsfrequenz. Wenn diese Frequenz schneller ist als ein bestimmter Level, dann geht diese Energie über in die Astralebene. Und diese Astralebene ist eine eigene Welt. Dort gibt es Astralwesen wie Verstorbene, Engel, Naturgeister und vieles andere. Dort gibt es auch ganze Regionen, dort gibt es verschiedene Ebenen. In der Astralebene gibt es ja dann nicht nur eine Ebene, wenn man es in drei Teile unterteilen will. Es gibt Purloka, Bhuvaloka, Svaloka. Purloka ist die erdnahe Ebene, Svaloka ist die Himmelsebene, mit ist Bhuvaloka die Astralebene im engeren Sinne. Aber da gibt es noch die verschiedensten Unterebenen. Man kann nämlich auch die Ebenen einteilen in 14. Wovon der allergrößte Teil dann eben Astralebenen sind. Aber die Ebenen sind auch nicht ganz so getrennt. Zum Beispiel alles, was auf der physischen Ebene existiert, existiert auch auf der Astralebene. Es braucht ein Korrelat in der Astralebene, sonst kann das Physische nicht wirklich existieren. Allerdings, was auf der Astralebene existiert, kann ohne Korrelat auf der physischen Ebene existieren. Alles, was auf der Astralebene existiert, braucht ein Korrelat in der Kausalebene. Aber was in der Kausalebene existiert, braucht kein Korrelat in der Astralebene. So hat der Mensch zum Beispiel, der ja einen physischen Körper hat, auch einen Astralkörper. Und der Mensch kann auch seinen physischen Körper verlassen, das nennt sich dann eben Astralreise. Oder auch unbewusst kann der Astralkörper den physischen Körper verlassen, zum Beispiel im Traum. Oder im Moment des Todes verlässt die Seele mit dem Astralkörper den physischen Körper und macht dann Erfahrungen auf der Astralebene. Dagegen die Verstorbenen haben nur einen Astralkörper. Sie sind nicht verbunden mit der physischen Ebene, sie leben auf der Astralebene. Du kannst auch die Astralebene wahrnehmen. Es gibt so etwas wie Aura-Lesen, es gibt Gedankenlesen, es gibt Telepathie. Du kannst hell sehen, hell hören, hell riechen, hell schmecken und so weiter. Über all das findest du auf unseren Internetseiten oder in unserer Webpräsenz eigene Internetseite. Geh einfach auf wiki.yoga-vidya.de und gib dort ein Astral in das Suchfeld, warte einen Moment. Und dann siehst du eine Fülle von verschiedenen Stichwörtern, die alle mit Astral zu tun haben. Astralebene, Astralprojektion, Astralreisen. Oder du kannst auch eingeben, Aura sehen, hell sehen und so weiter. So viele verschiedene Informationen kannst du dort finden. Faszinierend. Wir sind nicht alleine auf der physischen Ebene. Ein ganzes Universum auf der Astralebene, sogar mehrere Universen auf der Astralebene gibt es auch, in denen wir uns jetzt befinden und nach dem Tode weiter existieren werden.